In meinem heutigen Video wird es darum gehen, wie man eigentlich Verträge verhandelt. Worauf muss ich achten? Kann ich mich da vorbereiten? Stolper ich einfach hinein? Gibt es vielleicht bestimmte Techniken, die man beachten kann und die einem vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit geben, einen Vertrag zu verhandeln und auch seine Interessen durchzusetzen? Darum wird es gehen. Bis gleich. Hallo, ich bin Renate Schmid, Rechtsanwältin in der Kanzlei Wildeburger Solmecke und dort zuständig für Medienrecht, Presserecht, Persönlichkeitsrecht und auch Arbeitsrecht. Und ich verhandle in meinem Berufsalltag immer ganz viele Verträge und erlebe immer wieder auch von Lehrveranstaltungen, die ich halte, dass Fragen an mich herangetreten werden, wie kann man denn Verträge auch gut verhandeln. Und da wollte ich euch heute ein paar Tipps mitgeben. Es gibt im Vertragsrecht und beziehungsweise im Bereich der Vertragsverhandlungen ein relativ bekanntes Konzept, das ist das sogenannte Harvard-Konzept. Und an dem orientiere ich mich jetzt ein bisschen für euch und wollte euch so ein bisschen die Bausteine erklären, wie man denn gut in einen Vertrag reingeht, beziehungsweise in eine Vertragsverhandlung reingeht. Jeder von euch war vielleicht schon mal in einer Situation, dass er irgendeinen Vertrag verhandeln musste. Sei es der Arbeitsvertrag, sei es der Mietvertrag, sei es aber vielleicht auch, wenn ihr schon ein bisschen weiter in eurem Berufsleben seid, ein Lizenzvertrag. Zum Beispiel, um irgendwelche Werke zu lizenzieren. Oder vielleicht, weil ihr selber ein Werk an jenem lizenzieren möchtet, ein Game, ein Video, ein Film, ein Buch, was immer. Immer da werden ja Verträge abgeschlossen. Die Vertragsverhandlung fängt an mit einer guten Vorbereitung. Die Vorbereitung, die kann man eigentlich in drei Schritte so ein bisschen einteilen. Das erste ist die Selbsteinschätzung, die Frage, was bin ich eigentlich für ein Typ, wenn ich in eine Vertragsverhandlung reingehe. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was soll die Frage? Die macht total Sinn, denn man muss sich ja klar machen, wenn ich in einen Vertrag reingehe, in eine Vertragsverhandlung reingehe, möchte ich bestimmte Dinge erreichen, die der andere mir vielleicht nicht geben möchte. Also bin ich meistens schon in irgendeiner Konfliktsituation. Und es ist ganz wichtig zu wissen, was bin ich für ein Typ, wie gehe ich mit Konfliktsituationen um. Da gibt es unterschiedliche Typen. Da gibt es die einen, die sagen, ist mir egal, Konflikte liebe ich, ich gehe da durch. Die sozusagen nach mir die Sinnflut. Ja. Dann gibt es die anderen, die immer auf dem Kompromiss unterwegs sind, so die ausgleichenden Charaktere. Und dann gibt es auch Charaktere, die eigentlich lieber einem Konflikt aus dem Weg gehen und dann lieber nachgeben, als sich in irgendeine Situation zu begeben, wo man sich dann auch unbequem fühlt und die einen einfach, wo man sich unwohl fühlt. Was hilft einem das, wenn man das weiß für eine Vertragsverhandlung? Es hilft einem zu merken, wenn es zum Beispiel irgendwo mal klemmt, wenn man weiß, hier kommen wir vielleicht nicht zueinander, der Vertragspartner und ich, oder hier wird es schwierig, ihn zu überzeugen, dann ist es gut zu wissen, bin ich jemand, der auf einen Kompromiss aus ist oder bin ich jemand, der da lieber davonläuft. Und wenn man das weiß, kann man mit dieser Situation in dem Moment einfach besser umgehen. Der nächste Schritt der Vorbereitung ist, die eigenen Ziele einzuschätzen. Was will ich denn erreichen mit dem Vertrag? Was sind die Punkte, die mir wichtig sind? Und vor allem wichtig ist zu wissen, warum sind die mir wichtig? Wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes Gehalt unbedingt haben möchte, will ich das haben, weil ich unbedingt viel verdienen will? Oder gibt es dahinter noch ein anderes Interesse, dass ich sage, ich habe einfach eine gute Berufserfahrung, ich habe schon so viel in dem betreffenden Feld gemacht, da muss einfach auch dementsprechend das Gehalt dagegen stehen zum Beispiel. Oder bei einem anderen Feld, wenn ihr einen Lizenzvertrag abschließt, wo ihr irgendeine eurer Werke lizenziert,
Dann ist auch die Frage, zum Beispiel, gibt man alle Rechte ab, behält man welche zurück? Warum sollte man alle Rechte abgeben? Weil dann ist es sozusagen das Werk ausverkauft. Ja, vielleicht sagt man, Teil der Rechte möchte ich zurückbehalten. Und dann die Frage, ja, warum? Und das sind dann die Interessen, die dahinterstehen, denen man sich bewusst sein sollte, wenn man einen Vertrag verhandelt. Denn es ist dann wichtig, wenn man über diesen Punkt eine Vereinbarung trifft, zu wissen, wird es meinen Interessen noch gerecht oder gebe ich meine Interessen an dem Punkt auf, wenn ich hier einen Kompromiss schließe? Dann ist auch immer wichtig zu wissen, wo ist mein Walk-Away-Point, sagt man. Also an welchem Punkt gehe ich davon, weil das zum Beispiel für mich selber unverhandelbar ist. Da muss man sich auch vorher klar werden, was ist für mich ein Dealbreaker, über den ich nicht verhandeln lasse. Denn wenn dieser Punkt erreicht wird, dann muss man ihn in einer Vertragsverhandlung auch wahrnehmen. Manchmal sind Verhandlungen so, vielleicht auch so hitzig, dass man diesen Punkt gar nicht richtig wahrnimmt. Oder weil man vielleicht jemand ist, der gerne Kompromisse schließt, dann über einen solchen Punkt einen Kompromiss schließt, obwohl man eigentlich nie einen Kompromiss schließen wollte. Also ganz wichtig eben auch, den Punkt zu kennen, wo man sagt, über den verhandle ich nicht, den möchte ich haben. Und wenn der eben nicht, also wenn die Gegenseite darauf nicht eingeht, dann kann der Vertrag halt nicht zustande kommen. Also idealerweise hat man, bevor man so einen Vertrag anfängt zu verhandeln, so verschiedene Szenarien. Man hat das Best-Case-Szenario, man hat ein Kompromiss-Szenario und man hat den Minimalkonsens. Den hat man so identifiziert und vor sich liegen. Und man hat natürlich auch für sich den sogenannten Walk-Away-Point auf jeden Fall auch identifiziert. Ein weiterer Punkt der Vorbereitung ist, sie nochmal über seinen Vertragsgegenüber zu informieren. Ist das ein großes Unternehmen oder ein kleines Unternehmen? Und wie könnten die möglicherweise auf meine Wünsche reagieren? Und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Punkt im Rahmen des Harvard-Konzepts. Das ist die sogenannte BATNA. Was heißt BATNA? BATNA ist eine Abkürzung für Best Alternative to a Negotiated Agreement. Das heißt, meine Verhandlungsposition ist umso stärker, wenn ich eine Alternative habe. Zum Beispiel, ihr verhandelt einen Arbeitsvertrag, zum Beispiel auch einen E-Sport-Vertrag oder was auch immer, in jedem Fall einen Arbeitsvertrag. Und dann wäre es so gut, ihr hättet nicht nur ein Eisen im Feuer, sondern mehrere. Sodass ihr immer eine Alternative habt, wenn der Vertrag, der euch vielleicht am meisten am Herzen liegt, nicht zustande kommt. Denn dann habt ihr immer noch eine Möglichkeit, eine Alternative zu haben. Und am besten ist, dass man diese Alternative schon auch ein bisschen mitverhandelt, dass sie eine echte Alternative bleibt. Wenn ihr jetzt in die Vertragsverhandlung einsteigt, dann solltet ihr die Punkte, die ihr verhandeln möchtet, priorisiert haben. Also man mit dem wichtigsten Punkt anfangen und dann nacheinander die Liste abarbeiten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ihr sachlich bleibt. Also natürlich ist es manchmal so, dass man auch emotional ist in einer Vertragsverhandlung. Aber da müsst ihr wirklich trennen zwischen eurer Emotionalität, die ihr da mit reinbringt, und einfach der Sache selbst. Und wichtig ist auch, dass man sich nicht provozieren lässt von der Gegenseite. Manchmal ist das ja leider der Fall. Manche Vertragsverhandlungen sind aber auch sehr, sehr harmonisch. Aber es gibt eben auch da Worst-Case-Szenarien. Also immer auch trennen zwischen der Person, die mir gegenüber sitzt, das ist, dass man auf der menschlichen Ebene bleibt, aber in der Sache seine Interessen vertritt. Also Schlagworte sind immer weich zu den Personen und hart in der Sache. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Dann kommt man auch ganz gut durch so eine Vertragsverhandlung durch. Also zusammenfassend kann man sagen, haben wir vier Säulen, mit denen man in so eine Vertragsverhandlung reingehen sollte. Das eine ist eben die Vorbereitung, die einem Selbstvertrauen gibt, dann die Gesprächsführung, die davon geprägt ist, dass man eben trennt zwischen persönlichen Interessen, Emotionalität und der Sache. Und die vierte Säule ist eben auch, dass man eine Partner hat auf jeden Fall.
am Ende des Tages ist immer gut, auch vorbereitet zu sein, was passiert denn, wenn jetzt kein Vertrag zustande kommt? Bin ich darauf vorbereitet? Habe ich eine Alternative? Ist die Alternative realistisch? Wenn oder kann ich meine Alternative noch so weit verändern, dass sie am Ende des Tages vielleicht sogar besser wird als der Vertrag, der eigentlich nicht zustande gekommen ist? Also ihr seht, ist ganz spannend, finde ich, wie man in Vertragsverhandlungen reingeht. Man gibt da gute Tools, um sich vorzubereiten, und meine Empfehlung ist, probiert es einfach mal aus. Wenn ihr einen Vertrag habt, wo ihr sagt, der ist groß, da komme ich nicht zurecht, das möchte ich gerne, dass es jemand anders macht, stehen wir euch natürlich gerne zur Verfügung, denn Vertragsverhandlungen, das ist etwas, was wir auch viel machen und wo wir einfach auch eine große Professionalität haben.